Wo treibt ihr euch rum? Ich wurde wohlerzogen im Horasreich. Ich treibe mich nicht herum. Das klingt aber nicht sehr wohlerzogen. Ja, war das bevor oder nachdem euer Vater den Adelstitel gekauft hat? Das ist eine Unterstellung. Jetzt gibt das mit der Blutmagie auch Sinn. Meine Familie ist vielleicht nicht mehr so angesehen wie zu früheren Zeiten, aber wir waren schon immer Adlige. Leider. So. Mein Großvater, naja, Bohnen habe ich ihn selig. Nun ja, er war in finanziellen Dingen nicht so erfahren und gut, wie er es gern gewollt hätte. Und nun ja, aber das ist eine andere Geschichte. Wo waren wir stehen? Ach ja, tötet Feinde immer. Stellt sicher, dass sie wirklich sterben und tot sind und tot bleiben, vor allen Dingen. Egal Dafür wie. wurde ich ausgebildet. Aber nicht von vorne. Wieso nicht? Warum nicht? Na, weil es von hinten viel einfacher ist. Ja, die Herrin Rhonda ist bestimmt sehr stolz auf euch. Jetzt redet ihr schon wie ein Priester. Also, das ist doch vollkommen egal, ob von vorne oder von hinten. Aber warum das Leben eigentlich schwerer machen, als es ist? Aber es ist doch nicht schwer von vorne oder von hinten. Nun Ach so, ja. ja, stimmt, ihr seid ja Gildenmagier. Ihr braucht ja diese Sprechen von Zaubern. Ha, tja, dann wäre es natürlich einfacher, wenn man es von hinten machen kann. Wir reden immer noch von Magie, oder? Ja. Gut. Wovon? Was denkt ihr denn? Ich Naja, weiß man nicht, hört so was nicht, ich einiges will über es nicht Zwerge. wissen. Was hört man denn über Zwerge? Es gibt nicht so viele Zwerginnen, die es Zwerge gibt. Aber ihr, Das. pfui, also eure fiesen Heller-Romane aus dem Morasreich, bitte zitiert sie doch nicht. Ich bin schwer getroffen. Ist es nicht so? Doch. Und? Ihr unterstellt mir gerade was? Ich habe natürlich keine Präferenz für sowas, aber ich wüsste gern, was eure Präferenz ist. Oh, schöne Zwerginnen. Ach ja, aber das tut jetzt nichts zur Sache, oder? Nein, wir schweifen ab, glaube ich. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, da hinten sind sie. Kiaras! Also, ne? Einfach dich auf den Jungen konzentrieren. Ah, da seid ihr ja. Worüber Werde ich spracht machen, ihr? ja. Haben wir euch Ach, unterbrochen? dies und das. Nichts Wichtiges, wirklich nichts Bergische Wichtiges. Vorlieben. Nun, es ist gut, euch so sorglos zu sehen. Ich dachte, ihr steht nur auf eure eigene. Ja. Ich dachte, so Zwerge, das ist doch so ein internes Ding, oder nicht? Oh, ja. Die Zwerginnen. Oh, wunderbar. Wieso hat Abel mir euch angebaggert, oder was ist das Problem? Ich glaube schon. Nein, 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 Abel mir, ich hab dir schon mehrmals gesagt, benehmen, bitte. Ich fragte nur nach seiner Präferenz. Ja, könnt ihr das nicht unter vier Augen machen? Nicht, wenn ich es anhören muss? Oder einfach gar nicht? Ja, mir war das auch sehr unangenehm, Arne, mir. Ach, verzeiht meine Neugier, aber man lernt so wenig Zwerge kennen. Ina war nicht sehr gesprächig in der Hinsicht. Aber Iserun sollten euch solche Gespräche nicht für gewöhnlich interessieren. Wieso? Hat Iserun Nur so. Interesse an Zwergen? Ja, Oh, nee. das kann man kein Interesse an Zwergen haben. Ihr seid ungefähr 1,40 groß und 1,40 breit und wiegt Ist das gefühlt nicht 300 Stand. fantastisch? Naja, ne? Also, boah, gibt's auch schönere Dinge. Muss ich mal zugeben. Kein Sinn für Ästhetik. Ah. Seid einfach ein bisschen klein. Siehst du? Außerdem, ich glaube, ich habe nur eine weibliche Zwergin bisher überhaupt gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier eine Zwerge gesehen habe. Da war doch die Ausbund doch, von Schönheit, nicht wahr? diese Baronin. Baronin! Dankeschön, Isarun. Baronin! Ah, boom. Baronin. Ah, ja, jetzt, da ihr es anspricht. Zweibrück, nicht wahr? Ah, was war aus ihr geworden? Zwei Zwei Mühlen, Mühlen. aber Zwei egal. Mühlen. Wie heißen alle gleich diese Orte in Dapathien? Nun, tatsächlich hieß da wirklich jedes zweite Dorf Zwei Mühlen. Ja, Weil da zwei Mühlen standen. das würde mich auch nicht wundern. Ich glaube, sie war sogar noch ungebunden. Oh, dann. Das klingt ja interessant. Aber Und wenn sie ich mich kann. recht erinnere, konnte sie ein hervorragendes Bier brauen. Oh.
Ich kannte aber sowohl den Zwergenkönig, also ich denke wohl, dass sie da hohe Verbindungen hat. Ich weiß nicht, ob sie. Ich weiß ja nicht, was ihr, ob ihr bei euch zu Hause Einfluss habt, aber ich dachte. Natürlich, ich bin ein wichtiger, wichtiger Zwerg. Aber ihr seht so arm aus, deswegen. Was? Ich bin reicher als ihr alle. Denn ich habe den Schatz der Erfahrung. Ihr seid also steinalt, okay. Ja, das ist ja nicht so attraktiv für Frauen, muss ich euch mal weitergeben. Also bis zu einem gewissen Alter schon, aber irgendwann bist du halt alt und faltig, ne? Ja. Da verlässt natürlich das auch das Interesse der Damen dich. Ist das bei dir schon so weit? Jungchen. Ah, so alt bin ich jetzt. Also, das ist jetzt wieder typisch. Der Zwerg ist natürlich alt wie Stein. Na. Aber genau. Bist du noch im heiratsfähigen Alter oder ist das schon vorbei? Natürlich bin ich. Also, was soll denn das jetzt heißen? Ja, also sieht man das denn nicht? Naja, im Alter kommen auch die ersten Gebrechen. Es funktioniert nicht mehr so richtig und so. Richtig. Nur von dem, was ich gelernt habe, eine Sache, die bei allen Männern, egal wie alt sie sind, immer gleich bleibt, ist das Interesse an Frauen. Ja, das ist richtig. Oh. Aber das die Fähigkeit, sie auszuüben. Außer bei Jalan. Oh, oder? Ihr werdet euch wundern. Ich weiß nicht, der Jalan, der hat vielleicht auch interessante Damen. Das ist schwer abzuschätzen. Wir reisen immer mit so wenig Damen. Ich werf mal verstohlenen Blick zu Isarun. Naja, mathematisch hat er ja nicht Unrecht. Richtig. Unsere meisten Gefährten sind immer die Herren gewesen. Vielleicht hat sich das darüber einfach entwickelt. Und ich lege jetzt mal Isarun Worte in den Mund, aber ich denke auch nicht, dass sich da ein Interesse ihrerseits entwickelt hat. Zumindest keins, das ich beobachten konnte. Nein, aber wir sollten nicht schlecht darüber reden, nur weil jemand eher Kabla zugetan ist als Raya. Das ist wohl richtig, aber ich dachte, dass die Mittelreicher darauf hinabblicken bei Adligen. Man könnte keine Kinder zeugen oder irgendwie sowas. Naja, ein Travierbund ist natürlich nicht möglich. Warum nicht? Weil aus diesem Kinder hervorgehen sollen. Ah, macht Sinn. Habt ihr nicht Unrecht. Und dann muss man sich noch eine Frau nehmen. Eine Mätresse, das ist zwar völlig normal, ist im Horus nicht so, im Mittelreich nicht so. Man Nein, wir heiratet. Haben Moral. Ihr heiratet mehrere Leute, aber mir? Das hat doch nichts mit Moral zu tun. Das eine ist die Frau, das andere ist die Mätresse. Isarun, vielleicht sollten wir hier bleiben und unser Matriarchat dann etwas ausbauen. Was haltet ihr davon? Ich glaube, das wird nicht weiter notwendig sein. Naja, hört doch mal, wie Abelmir über uns Frauen spricht. Ja, aber wie Abelmir über sehr viele andere Themen spricht, das zeugt auch nicht von großer Geisteskraft. Also lassen wir ihn reden. Oder wir lassen ihn einfach hier. Ich meine, wir können doch über ihn bestimmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir können Abelmir hier lassen? Ja, ich meine, verheiraten wir ihn in Zorgan und dann steht er unter dem Scheffel von der Frau. Er kann sich nicht dagegen wehren. Aber du hast das große Problem nicht erkannt. Wir müssen Abelmir verheiraten. Wie willst du das machen? So viel Geld hat doch keiner hier. Was soll das denn heißen? Dass man dich nicht mal nehmen würde, wenn man Geld dafür zahlen würde. Ach, aber ihr? Naja, ich kenne einen ganz probaten Halluzinationszauber. Ich glaube auch nicht, dass ich so gefragt bin, ehrlich gesagt, mit Zorgan. Ich glaube nicht, dass mein Charakter die Damen hier so anspricht, wenn ich das mal bisher einschätzen darf. Obwohl Kiaras ja schon einige Erfolge feiern konnte an der Front, muss man ja ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben einfach nicht das Aussehen, das nötig ist, aber mir. Wir haben Ausstrahlung, das ist viel wichtiger. Naja, aber körperlich ist der Mann ja schon ganz ansprechend. Und ich blick mal so von Kiaras von Schuhsohle bis zur Kopfhaut. Ist ganz ansprechend. Ich dachte mir einfach nur, dass man euch allen Männern ein bisschen mal Benehmen beibringen könnte, so wie ihr über uns sprecht. Das ist einfach ungehörig. Was habe ich denn jetzt damit zu tun? Ja, ihr auch. Ihr seid in Sippenhaft, nennt man das bei uns. Sippenhaft. Aber ich habe doch eine andere Sippe. Und das ist... Also. Seid versichert, ich habe nur den größten Respekt für Frauen. Ich auch. Ja, wahrscheinlich. Untenrum und so. Nein. Nur weil ich über eine Mätresse spreche, heißt ja nicht, dass... Nein, euch meine ich nicht, Abelmir. Ihr habt sowieso schon bei mir Hoffnung, als verlohne ich meine Kiaras. Also, vermutlich. Habt ihr eigentlich mal über... Ich bin Schwester aufgewachsen. Glaubt mir, ich weiß, wie man Frauen respektiert. Habt ihr eigentlich mal mit Isarun über ihre Probleme gesprochen?
Isarunia Probleme? Das wusste ich gar nicht. Eben nicht. Weil wenn man da nicht drüber redet, dann jede Frau hat Probleme. Ich würde auch sagen, jeder Mann hat Probleme. Also ja, natürlich, so aber das wissen wir ja schon. Natürlich, ich habe bereits mit jedem Einzelnen aus dieser Gruppe schon des Mehrfachen gesprochen, in Form meiner Aufgaben als Geweihter natürlich. Isarun ist mehr als nur eine Kampfmagierin, als eine Kriegerin und eine Feuerballschleuderin. Und ich bin auch mehr als eine Arvis-Geweihte. Das mag bei mir vielleicht nicht so wichtig sein, weil ihr mich noch nicht so lange kennt. Aber gerade wenn ich höre, wie lange ihr schon mit Isarun sprecht und wie wenig eigentlich ihr über sie wisst und wie wenig auch über ihre Probleme wisst. Und gerade ihr als Geweihte, ihr solltet euch an eure Nase packen. Oder dass ihr nicht herausgefunden habt, dass Yalan auch schon geweiht ist. Redet ihr denn überhaupt mal miteinander? Das ist so schlimm, gerade auf so einer langen Reise. Nun, dass Yalan geweiht ist, war tatsächlich eine Überraschung für uns alle. Aber doch, ich weiß sehr viel über Isarun, doch ich zwinge sie nicht mehr zu erzählen, weil ich weiß, dass es traumatische Erlebnisse sind und ich darauf warte, dass sie sich selber öffnet bei einer unserer nächsten, hoffentlich genauso erfolgreichen Sitzungen. Naja, also der nette Travier-Geweihte hat mir schon gesagt, ich soll Sachen verarbeiten und dass ihr mir dabei helfen könntet. Was heißt denn verarbeiten? Ich weiß auch nicht, was genau er damit meint. Er sagte verarbeiten. Aber er meint damit, dass ihr emotional darüber hinwegkommt, dass ihr darüber redet und die Vergangenheit akzeptieren könnt. Ja, was und, bei euch in Alanfa werden Probleme vielleicht unter den Teppich gekehrt, aber hier in Zorgan macht man das nicht. Da hat sie nicht unrecht. Habt ihr denn jemanden verloren, der euch sehr am Herzen lag? Ich denke, das haben wir inzwischen alle, oder nicht? Davon gehe ich doch mal aus. In der Mangelung ist, dass Boltax nicht an deine Schulter herankommt, um dir die Hand auf die Schulter zu legen, kann er dir die Hand auf den Po legen. Nein, das mache ich nicht. Also, also schwere Verluste haben wir doch inzwischen alle erlitten, oder nicht? Ich meine, wir sind ja alle, zumindest zu gewissen Teilen, Krieger. Und ich denke, dass wir alle Freunde, Geliebte und Ähnliches verloren haben werden in Schlachten. Also, definitiv. Ich muss auch bedauern, dass wir viel zu selten die Zeit haben, uns ruhig gemeinsam hinzusetzen und über all das reden, was wir schon erlebt haben. Doch wenn die Zeit da ist, nehme ich sie mir für gewöhnlich. Nun, meine Aufgaben umfassen eigentlich eher, für die Zwerge ein Seelenhirte zu sein. Aber wenn ihr euch mal aussprechen wollt, dann... Also mein persönlicher Tiefpunkt war auf jeden Fall, nachdem ich die dritte Dämonenschlacht überlebte. Da ging es mir auf jeden Fall erstmal irgendwie 2 Monate richtig scheiße. Das war wirklich sehr unglücklich. Aber naja. Ein bisschen Boronwein hat das eigentlich ganz gut wieder geklappt erstmal. Wollte doch gerade sagen, also in der ersten Zeit, als ich euch im Lazarett gesehen habe, da wart ihr doch ziemlich zugedröhnt. Ja... Hätte ja auch keiner damit rechnen können, dass ich die Scheiße überlebe. So eine Kacke. Aber ich muss zugeben, ihr habt durchaus recht, Aviana. Obwohl wir nun schon so lange zusammenreisen, hatten wir noch nie die Gelegenheit, euch besser kennenzulernen. Das ist richtig. Ja, was wollt ihr denn über mich wissen? Ich bin vielleicht nicht so interessant, weil ich keinen Eisbären hab, aber... Wo seid ihr aufgewachsen? In Greifenfurt. Wie ist Greifenfurt? Ich war da noch nie, glaube ich. Greifenfurt? Wir hatten in den letzten paar Jahren, also als ich Kind war, hatten wir ein paar Probleme mit Orks. Aber das ist dann ja besser geworden, nachdem da, naja, aufgeräumt wurde. Und dann bin ich aufgebrochen. Also ich hatte dann auch natürlich geholfen, aber dann, ja, wollte ich das Land sehen und bin dann herumgereist. Zunächst erstmal an den Turansee und habe mir Andergast angeguckt. Aber da hat es mich auch nicht lange gehalten, weil es da dann, das muss man so sagen, doch ganz schön stinkt. Mit den ganzen Schweinen auf der Straße und der ganzen Scheiße und dem ekelhaften Eichelbier. Und dann dachte ich mir, naja, wenn die Andergaster sagen, dass man, naja, dass der schlimmste Ort eigentlich Nostria ist, vielleicht ist Nostria ja der schönste Ort. So umgekehrte Psychologie. Und dann bin ich mal die Tommel runter und dann dachte ich mir, Nostria könnte ja ganz schön sein. Aber da hat es mich auch nicht lange gehalten, da stinkt es total nach Fisch. Und das Bier ist salzig und schmeckt auch nach Fisch. Da ist einfach nur alles ekelhaft. Und dann bin ich weitergezogen nach Torwald. Und da habe ich mir dann, naja, also
gereist und gereist und einige Sachen waren schön, andere Sachen waren nicht so schön und dann, ja, hat der Wärter Herr Arves hat dann gesagt, dass ich geweiht werden soll. Man hat ja schon viele Länder gesehen, die ich noch nie gesehen habe, nur aus Geschichten höre. Wann war es, dass ihr zum ersten Mal Arves Hand auf eurer Schulter gespürt habt? Das erste Mal seinen Ruf gehört hat, die Welt weiter zu erkunden. Das war dann irgendwo zwischen Havena und Grangor. Da war ich dann unterwegs mit einem Schiff und habe da ein, zwei Seemänner gerettet. Die sind dann in die Wellen gefallen und Effert hat das Schiff geschüttet. Und naja, ich habe keine Effert-Weihe bekommen, sondern eine Arves-Weihe. Ich weiß auch nicht warum. Naja, und dann, wie gesagt, mal so ein bisschen im Horasreich herum und dann durch die Kurmwüste von Fasan nach Punin und naja, dann war ich eigentlich im Norden und wollte da dann im Norden mir ein bisschen Riva ansehen und dann habe ich unsere Firuni gefunden, als sie dann aus diesem Limbus-Portal rausgeschleudert wurde. Na, und dann habe ich meine Reise nicht unterbrochen, sondern einfach nur von da aus nach Gareth. Und jetzt über Perikum, also über Gareth, gut, Romulus haben wir dann ausgelassen, aber das liegt eben am Krieg. Und jetzt nach Zorgan, jetzt muss ich mal schauen, wie es da weitergeht. Ich meine, wenn ich mir so eine Karte angucke, vielleicht schaue ich mir Antiopal an, da gibt es ja eine riesige Burgmauer. Oder Merwet und Rashtul, da gibt es dann eben kein Matriarchat, sondern das Patriarchat. Da muss ich mal gucken, wie das mit den Novadis aussieht und wie fern ich da ungestört reisen kann, aber... Maraskan wollte ich nochmal auslassen, aber Talusa werde ich mir anschauen. Dann wollte ich vielleicht nochmal auf der anderen Seite der Kurmwüste mir die ganzen Oasen und den Chida-Baby-Salzsee ansehen. Und dann wollte ich mir mal Selem angucken, ob das mit den Echsen wirklich so schlimm ist. Ihr müsst doch alle anfangen. Selem ist tatsächlich nicht so angenehm. Da stinkt es auch ziemlich. Aber man weiß nicht wirklich nach was. Ein wenig vorsichtig. Die Leute da sind... Kurios, muss ich zugeben. Sie sind allerdings weder Mensch noch Echse. Beides. Und es gibt halt Krötenmenschen. Ah! Komische Viecher. Ja, die leben dort im Sumpf und graben nach nach Sternenmetall. Ach, ich war in Nostria, mich kann gar nichts mehr schockieren. Das stimmt vielleicht. Mann, aber, war Nostagast ja. Ekelhaft. Aber über Talusa habe ich nicht so gute Sachen gehört. Da würde ich vorsichtig sein. Ihr solltet euch die schwarze Perle anschauen. Wo wolltet ihr denn jetzt nach Zorgan wieder hin? Gute Frage. Ich denke, wir werden nach Gareth zurückkehren müssen. Aber wir nicht auf einem Schiff, oder? Na, das ist ja langweilig. Gareth waren wir doch schon. Wobei ich durchaus auch Interesse habe, El Burum zu sehen. Wahrscheinlich werden wir noch ein wenig hierbleiben. Warum habt ihr denn die beiden Speer mitgenommen? Also, was ist das, eine Elfe und ein Seemann? Warum folgen die uns? Sie sollen uns begleiten, um dann die wertige Weite Milena A. den Empfang zu nehmen. Genau. Sie hat sich bereit erklärt, ihnen zu folgen. Dafür, dass dieser ganze Krieg hier beendet wird. Und es sieht so aus, dass Harfax auf seinem Weg hinaus die Truppen von Oron nicht in Ruhe lassen wird. Was ja schon mal ganz gut ist. Ja, es sieht ganz so aus, als wenn sich unsere Probleme ein wenig selbst auflösen. Und eventuell, wenn wir der Zerstörung folgen, die darauf hinkommt, werden wir schaffen, El Burum zu sehen und sehen, was aus der Stadt geworden ist. Na, vielleicht können wir ein paar Tage in Zorgan warten und vielleicht kann ja Harfax die Probleme für uns lösen und dann können wir nach El Burum, die weiße Stadt. Ich habe gehört, dass es da Feuerschlick gibt, den kann man da ernten einmal im Jahr. Oha. Was ist das denn? Das soll wohl... Das kann man trocknen und dann kann man das... Für Magier ist das... Sie schaut so ein bisschen Hilfe suchen zu Abel, mir und Isarun. Lass die Finger davon. Es macht süchtig. Und das aus dem Burum ist viel gekommen, das sehr süchtig macht und auch sehr tödlich ist, leider. Es ist nicht wert. Ich denke, wir müssen ohnehin abwarten, was jetzt in Zorgan passiert, wie das mit der Übergabe passieren soll und so. Eine prinzipielle Frage. Da ist immer noch dieser Belagerungsring um Zorgan. Wie wollen wir eigentlich wieder durchkommen? Auf die gleichen Wege. Wie hierher?
dann brauche ich mindestens noch ein, zwei Tage, um mich auszuruhen. Ich weiß nicht, ob der Belagerungsring noch da sein wird, wenn wir ankommen. Es kann durchaus gut sein, dass Harfax bereits seine Pläne in die Tat umsetzt und die Truppen dort in Gefechte verwickelt sind. Aber selbst wenn das so sein sollte, sollten wir nicht uns dann da in der Gegend aufhalten. Außerdem denke ich, dass wir sowieso mindestens einen Tag reisen. Ob wir jetzt noch einen weiteren Tag dort verbringen, ist doch kein Problem. Richtig. Ja, ich denke auch nicht, dass wir die beiden mit hineinnehmen können nach Zorgan. Also werden ein paar von uns wahrscheinlich bei ihnen bleiben müssen, während die anderen die Geweihte holen. Aber wir übergeben die Geweihte hier sowieso erst, wenn die mit sich mit ihren Schiffen verpissen, oder nicht? Habe ich das jetzt verstanden? Das war der Plan. Ja, aber dann bleiben die doch jetzt erstmal noch ein bisschen länger bei uns, bis sie sich verpissen. Das ist doch jetzt nicht in 2 Stunden erledigt. Wenn die tatsächlich nochmal über Oron drüber rennen wollen, wie wir hoffen. Das wird ja irgendwie, keine Ahnung. Sie werden auf dem gleichen Wege zu ihrer Flotte zurückkehren wie bisher. Also durch diesen, wie hieß dieser komische bewaldete Bergketten-Dings nochmal? Keine Ahnung, nur dass man da eigentlich nicht durchkommen soll angeblich. Ich glaube nicht, dass er da long läuft. Das ist doch, soll doch total scheiße sein, da lang zu laufen. Oh nein, er ist da durchgekommen. Ja, ja, richtig, aber ich denke, dass er es nicht auf dem Rückweg machen wird, oder nicht? Ist doch voll der Aufwand. Ist doch der kürzeste Weg zu seiner Flotte. Dort ist er doch angelandet. Ich glaube, ihr redet von dieser Dornenhecke. Davon rede ich nicht. Nee, ja, nein. Der ist über so ein Gebirge gelaufen, wo man eigentlich nicht drüber laufen kann. Deswegen waren doch hier die Truppen bei Barbrück so überrascht, dass er von hinten kam. Fahrschuhruch. Ja, der Fahrschuhruch. Das Ding ist, er sagt, er wird den Splitter besorgen und uns übergeben. Also wird er nicht durch den Wald zurückkehren. Richtig, er muss... Also ich weiß nicht, wo die Alte ist. Also ich nehme an, die Alte hat den Splitter dabei. Also wird er zu der Alten gehen. Er wird direkt von Zorgan aus nach Elburum reisen. Und wahrscheinlich dort erst wieder in See stechen. Also werden wir der Spur der Zerstörung folgen. Denke ich auch. Wir werden sehen. Es gibt ja anscheinend Kommunikationswege zwischen dem Fürst Komtur und Azaril. Wir werden also sehen, was sie sagt. Aber ich denke, wir werden die jetzt ein bisschen länger am Arsch haben. Nun, ich denke, das Wahrscheinlichste wird, wenn wir die Geweihte holen und dann alle drei begleiten bis zur Flotte. Außerdem müssen wir immer noch ihre Immunität gewährleisten. Wir haben versprochen, dass wir sie in Sicherheit halten. Das heißt, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass sie in Sicherheit bleiben. Ich denke, das Einfachste, um ihre Sicherheit zu garantieren, ist, sie einfach erstmal auf dem Hof zu lassen, oder nicht? Da wollte sie die ganze Zeit mitschleppen, weil wenn wir die nach da in die Stadt bringen, nach Zorgan, wie wollt ihr denn die ihre Sicherheit garantieren? Die Alte hält doch nicht die Schnauze. Die quatscht doch jeden an, den bei 30 nie umgedreht hat, mit Boradiana sein ist super. Das ist allerdings wahr. Das kommt schlecht. Die werden uns, wenn wir die Alte dann verteidigen, werden die uns, irgendwie töten wollen. Und ich habe eigentlich nicht so ein Interesse daran, die Damen, es werden vermutlich Damen sein, ich weiß gar nicht, dienen auch hier Herren an der Armee, Damen und Herren umzubringen, die eigentlich Zorgan verteidigen. Und ich weiß nicht, wie gut er erkennbar ist. Ich persönlich kenne ihn nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihn jemand erkennt als Feind. Wir sollten nicht mit denen offen reisen. Also ich weiß, kennt ihr den Mann denn? Ist dieser Lestro Dorkstein irgendwie ein bekannter Mann, dass man den wiedererkennen könnte? Oder hatte den vorher noch nie jemand gesehen und der ist einfach unbekannt, dass man mit dem vielleicht noch reisen könnte? Ich habe den noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht, aber ich komme und ist von hier. Wenn wir sie durft nicht mal... Ich überlege gerade, was ihr da würfeln dürftet. Die Kette? Es ist keine Geschichtskenntnis, es ist auch... Staatskunst? Staatskunst könnte ich... Etikette? Ist es Etikette? Ich glaube... Vielleicht Heraldik, um ihn Heraldik zu wäre das, was ich jetzt gerade überlegt habe, ja. Also mit Heraldik weiß man, aus welchem Haus er ist und genau, die bekannt, könnte man auch einschätzen. Gib mir mal Heraldik, das finde ich gut. Plus, minus irgendwas? Ist sowieso... Heraldik hat sowieso kaum jemand, sonst... Piras. Würde das nochmal erschweren, aber... Ich sag auch. Also,
Ihr werdet sicherlich durch Jalan schon davon gehört haben. Jalan kennt Sarastrodorkstein. Er hat ihn damals in Boran kennengelernt und Sarastrodorkstein ist ein Intrigant. Er ist der Anführer des Eternium Corps, der Elite-Einheit, der Elite-Eingreiftruppe von Helmer Hafax. Und damit kann er sich an jedes Szenario anpassen, das ihm gestellt wird. Er ist ein meisterlicher Spion und er will oder wollte wohl auch die Kapitänswürde an Bord der Boransdorn bekommen, indem dann die Helden für ihn einen Aufstand anzetteln und den Kapitän umbringen. Das kann er zwar selber, aber er wollte mal schauen, inwiefern Jalan ihm da helfen würde in dieser Situation. Das hat Jalan vielleicht auf dem Weg irgendwann mal erzählt. Und dementsprechend könnte es sein, dass ihr diese Information über Sarastro habt. Perdido Dorkstein, sein Bruder, ist wie gesagt schon tot. Der wurde ebenso wie sein Bruder von Azaril Scharlachkraut verführt. Und zwar zu Zeiten der sieben Gezeichneten. Ist dann übergelaufen, ein herausragender Söldner, der sich dann, ja, Belharion Menning und dann eben auch Helm Hafax angeschlossen hat und dann für Hafax im Endurium Korb die Gezeitenspinne angegriffen hat. Und kennt ihn jemand? Also ich weiß gar nichts über den. Wirklich nichts. Also ich kann mich daran erinnern, dass Jana schon einmal in seinen typischen Reden über ihn gelästert hat. Ihr wisst doch, er mit seiner Abschussliste. Oh ja, immer wenn er besoffen ist. Ja, da tendiert er dazu, alle Namen von all denjenigen, die ihn ja gerne die Kehle durchschneiden würde, herunterzurattern. So ein Dorkstein war definitiv drauf. Also, ich glaube sogar die zwei. Ja, da waren mehrere da drauf, definitiv. Also, ich denke, gerade diese Person ist schon bekannt genug, dass jemand sie kennen könnte. Auf jeden Fall ein sehr, sehr begabter Kämpfer, Stratege. Also du gehst davon aus, dass man ihn in Zorgan wird man ihn nicht erkennen. Und auch in Gareth kann der rumlaufen. Und selbst wenn du ihn kennen würdest, könnte er sich so verkleiden mit wenigem improvisierten Handwerkszeug, dass er eben nicht zu erkennen ist. Wie gesagt, meisterhafter also, Spion. Wenn wir beiden einen Turban geben und vielleicht einen Schleier, sollte es kein Problem sein. Okay, ja. Und was ist mit ihr? Also, ich habe sie vorher auch nicht gekannt, aber scheinbar, Abelmir, ist die Dame bekannter? Nun ja, in gewissen Kreisen genießt sie eine gewisse Aufmerksamkeit, könnte man sagen. Also, Magier könnten sie erkennen? Nun, vielleicht nicht sie selber, ihren Namen bestimmt, ja. Wenn wir ihre Ohren verbergen und ihr Gesicht mit einem Schleier, ich denke nicht, dass jeder sie auf der Straße erkennen wird. Und sie einen Knebel bekommt und nicht versucht zu missionieren. Da sehe ich auch das größte Problem, aber mir glaubt, ihr könnt eure Freundin davon überzeugen, dass sie schweigt? Nun, ich denke, sie ist klug genug zu erkennen, dass ihre Bemühungen um Missionierung in feindlichen Ländern zu diesem Zeitpunkt etwas unklug wäre. Ihr solltet sie dennoch in den Fingern jucken, ich bin mir sicher, ja, ich werde sie ein wenig verbal beschäftigen können. Naja, ich denke, die Dame ist vermutlich mächtig genug, dass sie sich so etwas erlauben könnte. Also, ich könnte den Ausmaß ihrer... Philosophische Diskussionen sind durchaus einer der Punkte, die ich gelernt habe in Kondition. Ja, zur Not benutze ich einfach den Silenzium. Ich denke, auch sie hat einen klaren Auftrag von Hafax bekommen und den wird sie nicht gefährden. Perfekt. Dann lass uns erstmal zurückreiten zu dieser Hütte. Genau. Zu dieser Hütte. Dann zwei Tage rasten. Und dann gucken, ob der Zwerg uns wieder in die Stadt bringen kann. Ja, wenn ihr nach grob 2 Stunden wieder auf das Wadi trefft, könnt ihr auch nach kurzem Suchen diesen Turm wieder erkennen. Und seht dort immer noch die Dämonen, ja, die uronische Kriegerin. Vespertilia hatte sie sich vorgestellt, auch wenn es nur kurz war.
Angebunden an den Turm von Jahrlang keine Spur.